Die Geburt von Renata Lussens und Valentin Lussens Baby steht kurz bevor. Valentin Lussin droht daher ein Showabbruch bei Let's Dance 2024. Karrieretechnisch lief es bei Valentin Lussin und Ehefrau Renata Lussin seit jeher rund. Bereits seit Juni 2003 sind sie ein Tanzpaar und starteten für den TD-Tanzclub Rot-Weiß Düsseldorf durch. Ihre tänzerische Karriere hatte früh begonnen, für Renata mit 10 Jahren und für Valentin sogar schon mit 8 Jahren. Nachdem Renata nach Deutschland gekommen war, um zu studieren, lernten sich die beiden kennen und verliebten sich sowohl ineinander als auch in den Tanzsport. Sie haben mehrere hohe Titel gewonnen, darunter deutsche Jugendmeister in Standard und Kombination, mehrfache deutsche Meister über 10 Tänze, und waren Finalisten bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Renata und Valentin haben auch die höchste Trainerlizenz erworben und sind seit 2018 als Trainer A und Wertungsrichter A tätig. Das Paar heiratete am 30. Mai 2014 und ist seit 2018 Teil des Profi-Casts der erfolgreichen TV-Show Let's Dance auf RTL. Während Valentin auch in der 17. Staffel dabei ist und mit Ann-Kathrin Bendixen das Tanzbein schwingt, pausiert Renata in diesem Jahr, da die Geburt ihres ersten Kindes kurz bevorsteht. Renata Lussin und Valentin Lussin mussten 3 Fehlgeburten verkraften. Nun schweben sie im Babyglück privat, zogen schon 3-mal dunkle Wolken auf. Als sich das Paar erst über eine Schwangerschaft von Renata freuen durfte und dann bei allen 3 Anläufen Fehlgeburten verkraften musste. Zuletzt im Jahr 2023, als Renata Lussin ihre Let's Dance Teilnahme erst abgesagt hatte, um sich auf ihre Schwangerschaft zu konzentrieren, das Baby dann aber ein paar Wochen vorm Start der 16. Staffel verlor. Die gesamte Let's Dance Community litt mit dem Paar und freute sich mit ihm, als Renata Ende September 2023 bekannt gab. Erneut, und bereits im 5. Monat, schwanger zu sein. Ende März 2024 soll ihr erstes Baby, ein kleines Mädchen, auf die Welt kommen. Für Valentin Lussin, der 2024 trotzdem an Let's Dance teilnimmt und die ersten beiden Live-Shows mit Ann-Kathrin Bendixen alias Affe auf Bike überstanden hat, ist der Stichtag der Geburt jedoch ein zweischneidiges Schwert. Bei der RTL-Show wollte er mitmachen, will aber um nichts in der Welt die Geburt seines ersten Kindes verpassen. Das Problem: Die Sendungen werden nicht aufgezeichnet, sondern live ausgestrahlt.